Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rise of the Tomb Raider. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst doch gerne einen Daumen und ein Abo da. Oh, ich muss ja voll aufladen. Und ansonsten machen wir uns jetzt weiter auf in die Sowjetanlage. So. Und hier ist auch gleich wieder was zu lesen. Ich weiß nicht, ob du mich hörst, Lara. Aber ich versuch's weiter. Irgendwas passiert da draußen. Ich bin auf einen Baum geklettert, um das Tal besser zu sehen. Das sind alte Gebäude und irgendwas ist los. Anscheinend haben sie Helikopter und bringen Ausrüstung rein. Es muss Trinity sein. Das ist die einzige Erklärung. Sie sind uns doch noch zuvorgekommen, was? Ich beobachte sie seit ein paar Stunden und mache Notizen über ihre Patrouillen. Mit dem richtigen Timing sollte ich vorbeikommen. Du warst immer besser bei sowas als ich. Wenn du da draußen bist und mich hörst, bitte, bitte sei vorsichtig. Jonah, wir kommen. Sind schon auf dem Weg zu dir. Halt noch ein bisschen durch. So, was haben wir hier noch Schönes? Kipplaufflinte. Hab ich mich gerade erschrocken. So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, Geheimnisse, okay. Ich muss Schutz suchen. Na super, jetzt kurz vor der Höhle wird das Wetter auch noch bescheiden. Los, Lara, durch den Schnee. Und bis eben ging es uns noch gut. Ich hätte nie an dir zweifeln dürfen, Dad. Ich war nicht da, als du mich am meisten brauchtest. Es tut mir leid. Ich beweise allen, dass du recht hattest, von Anfang an, dass es die Wahrheit war. Keine Ammenmärchen. Ich bringe es in Ordnung, Dad. Das schwöre ich. Lara, es ist Zeit. Jonah wartet. Jonah. Oh Gott, wir sind ja halb eingefroren. Mal ein kurzes Nickerchen gemacht, wieder fertig ausgeruht und weiter geht's auch schon. Jonah, wir kommen. Es dauert doch nicht lange, bis hier irgendwas bricht. Hoch. Wir könnten aber auch... Ne, da runter geht scheinbar nicht. So, weiter geht's hier. Wo kommen wir denn jetzt als nächstes hin? Aha. Aha. So, da sind wir auch oben. Hier weiter. Aber wo kommen wir denn dahin? Das will ich jetzt sehen. Und jetzt? Es kann doch nicht umsonst sein, dass wir uns hier ranhängen können, oder was? Oder ist es einfach bloß der Weg zurück? Aber zurück könnte ich doch auch normal laufen und springen. Also könnte ich da auch zurückspringen. Wozu ist das Ding da oben? Vielleicht kommt da später noch was zu. Und wieder in die Kälte. Und juhu, Tarzan!
Jonah muss irgendwo da oben sein. Da waren bloß Bäume. Unglaublich. Die göttliche Quelle liegt im Zentrum der alten Stadt, begraben unterm Eis. Dann ist es also soweit. Ich veranlasse die Ausgrabung und bereite die Transporte vor. Die Männer sind im Archiv auf die Unsterblichen getroffen. Das wird nicht einfach, Bruder. Der heilige Pfad soll nicht leicht zu beschreiten sein. Wissen die Männer, was sie dort erwartet? Nein. Aber sie sind bereit zu kämpfen und für die Sache zu sterben. Mehr müssen sie auch nicht tun. Die Frage ist, ob er es auch ist. Andere in den Tod schicken ist immer einfach. Wir stehen so kurz vor dem Ziel. Das ist erst der Anfang. Ich glaube, dass Trinity uns nur benutzt. Was, wenn sie dir die Quelle nicht überlassen wollen? Wir sollten uns vorbereiten. Hab nur Vertrauen. Ich wurde nicht von Trinity auserwählt. Wenn die Quelle erst mir gehört, ist es egal, was sie wollen. Ich führe dann Gottes unsterbliche Armee. Und du. Du wirst leben. Ich denke, da haben wir noch ein Wörtchen mitzureden. So einfach machen wir es dir natürlich nicht. Konstantin, der Gefangene ist wach und kann jetzt befragt werden. Oh nein. Schon unterwegs. Jetzt müssen wir schnell hin, bevor er ihn auch verprügelt. Entschuldigung, Eichhörnchen, du gibst ja gar nur XP, das ist ja sinnlos. Da oben links steht irgendwas. Spuren. Ach, ein Reh war's. Aber wie sehe ich denn jetzt das Herz von dem Tier? Okay, was haben wir hier noch Schönes? Holz. Wo kommen die Spuren denn her? Sind durch den Baum gefahren, also. Oh, wir haben Geweih gekriegt. Noch irgendwas, was wir brauchen? Eichhörnchen nicht. Sieht alles sicher aus. Halten wir die Augen auf. Erwarten wir das erschaffen? Croft könnte versuchen, den Gefangenen zu retten. Die Zentrale will, dass alle wachsam sind. Warum töten sie nicht einfach? Er könnte noch etwas wissen, aber Konstantin wird das schon bald heraus. Oh. Was ist das? Wo ist er? Haben wir noch mehr Spaß hier? Nee, da vorne können wir was Großes in die Luft jagen. So, hier mit eurem Zeug. Da scheine ich lang zu können. Aber erstmal müssen wir uns hier ein bisschen umgucken. Pfeiler. Meine ich schon. Federn, meinte ich. Das in die Luft jagen? Das kann ich bestimmt in die Luft jagen. Die Frage ist, ob ich das sollte. Ich mach's einfach. Ah, okay. Treibstoffstangen zerstören. Eine Nebenquest. Oh, jetzt gut festhalten, das ist tief. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. An diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. So, eins, zwei, drei. Konstantin hat nur befohlen, alles vorzubereiten.
Minute. Was war das? Irgendjemand spielt mit uns. Nummer 1 und Nummer 2. So. Wo läuft Nummer 3? Das sind mehr. Augen auf. Sie könnten in den Bäumen sein. Das gewusst, dann hätte ich da draußen eine Falle gemacht aus dem einen. Dann warten wir mal ganz kurz ab. Haben wir denn zwei Leute? Drei, wa? Oh, weg, weg, weg. So. Ah, noch einer. Jetzt? Jetzt haben wir sie alle. So, dann gib mir noch mal bitte all mein Zeug wieder. Danke, danke. Dankeschön. Verdammt, dass ich den einen da verfehlt hatte, dass der dadurch Aufmerksamkeit erregt hat, hat mich geärgert. Der hier hinten. Ich hätte damit viel mehr Ruhe angehen sollen. So, was haben wir? Da ist eine Raupe unten. Da komme ich hoch. Hier hätte ich auch bloß lang schleichen können. Okay. So, dann mal ab nach oben. Fuck, da kam gerade noch einer um die Ecke. Gedacht, ich hole den jetzt schnell weg, bevor der zu weit rausgeht. So, erstmal schnell auf die oberen Etagen, um uns ein bisschen in Sicherheit zu bringen und einen Überblick zu kriegen. Da hinten steht noch einer. Brennt die Hände. So. Oh Gott. Hat er mich gesehen? Überprüfe die Bäume. Durchsuch das Gebiet. Da hinten kommt auch noch einer. Okay, jetzt geht's gleich wieder los zum Kämpfen. Achtet auf den. Hole ich mir so. Wow, wo kommt der hinter mir her? So, einmal ein bisschen Abstand. Irgendwo wer? So, habt ihr noch Loot für mich? Die Musik ist noch nicht vorbei. Hier schleicht noch irgendwo was rum. Muss da oben sein. Da hinten stand noch einer.
das ist dann der letzte. Würde ich jetzt denken. Von der Explosion wurde er nicht getroffen. Wo ist er hin? Diese euren Helme, ne? Musik alle? Musik alle. So ein schönes Tor und so eine schlechte Verteidigung. Okay, hier haben wir nochmal ein kleines Lager. Ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Warum finden wir sowas hier? So, wir gucken nochmal, ob es was Neues gibt, bevor wir uns da reinbegeben. Bei den Waffen. Nee, Hornbogen will ich nicht. Meine Pistole kann ich nochmal... Das Sturmgewehr. Schaden wäre wichtig, aber da brauchen wir irgendwie 4 spezielle Erze. Die haben wir nicht gefunden. Gut, dann kriegst du einen größeren Lauf. So, hier sind Zelte von denen. Die komme ich aber nicht durch, ne? Ach, hier soll ich tauchen in dem... Wow. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man in den Tümpel tauchen kann. Kann ich hier noch runter? Eins. Psst. Ab ins Wasser mit dir. Und Nummer 2 weg. Das wollte ich nicht. Okay, looten kann ich den gerade nicht. Und der andere ist, ja, abgetaucht. Da vorne steht noch eine große Kiste. Warst du mit Konstantin unten in Syrien? Ja. Ein ganz schönes Chaos. Croft, Konstantin hatte nicht erwartet, sie dort anzutreffen. Sie hat das ganze Grab einstürzen lassen. Die macht den Grab schön zu schaffen. Apropos Croft, sie ist immer noch draußen. Wollen die sie immer noch lebend? Nicht mehr. Sie macht zu viel Ärger. Sie hätten sie töten sollen, als sie die Chance hatten. Ach, da vorne stehen die beiden. Plötzlich hat uns hierher geführt, oder? Glaubst du, Trinity wollte sie rekrutieren? Es führt uns nicht zu. Ach Gott, hier ist alles voll. Die Befehle sind klar. Bei Sichtkontakt erschießen wir sie. Ich kriege auch keine 2 tot. Wie kriege ich die jetzt am blödesten? Ziehen wir zusammen mit den anderen ab? Noch nicht. Wir halten die Augen offen und drehen unsere Runden. Oh, sie splitten sich auf. Dann kann ich hier doch vielleicht was machen. Was war das denn? Jetzt habe ich ihm die Flasche über den Schädel gezogen. Nein, das wollte ich nicht. Das ist ganz schlecht. Okay. Das hier ist meine einzige Chance. Hier habe ich sie auf einem engen Raum, wo sie kommen. Alter, ich schieße ihm die komplette Rüstung ab. Dann komm.
Ruhe? Ja. Oh, das war ja eben total dämlich. Jetzt hau ich in die Flasche über den Schädel. Gott sei Dank sind wir schnell genug dahinter gekommen. Der andere, der da hinten stand, ist auch weg, ja. Huch. Okay. Ach, immer diese Schnapsflaschen. Ich wollte die Pfeile haben. So, was haben die sich hier angeguckt? Eine Karte? Auch mal eine Karte. Da geht es auch noch irgendwo ein Stück hin. Gucken wir uns erstmal das Stückchen an. Dass hier noch irgendwie was versteckt ist. Flaschen. Ist einfach bloß okay. Erweitertes Kampfgebiet, wo man dann besser hätte schleichen können, wenn man ihn nicht einen Molotow-Cocktail über den Kopf zieht. So, dass sie uns auch auf jeden Fall hören können. Helikopterlandeplatz. Und was zu lesen. Wir stehen jetzt am Scheitelpunkt einer neuen Welt. Die göttliche Quelle wurde gefunden. Croft lebt zwar noch, konnte aber neutralisiert werden. Nur einer wird mit jeder Stunde schwächer. Ihre Stimme, die mich mein Leben lang begleitet hat, versagt langsam. Ich habe sie gefragt, ob sie sich an die Nacht erinnert, in der Gott Sinn in meine Hände ritzte. Die Nacht meiner Auserwählung. Sie sagte ja. Und sie lächelte und sagte, dass wir wieder solche Nächte haben würden, wenn diese Qual vorbei ist. Für sie bleibe ich stark. In der alten Stadt werden wir die göttliche Quelle finden. Ich werde meine Schwester retten. Und zusammen retten wir die Welt vor sich selbst. Ja. Plan okay. Also, nee, Plan ist nicht okay. Ziel ist eigentlich okay. Huch. Aber die Umsetzung ist halt irgendwie makaber. Was haben wir hier noch Schönes? Ein Anhänger. Nein, eine moderne Reliquie. Im Innern ist ein kleiner menschlicher Knochen. Sankt Peregrinus. Schutzpatron der Todkranken. No. Okay. Wo ist mein Ziel? Da oben. Hier komme ich nicht weiter. Okay, dann müssten wir wohl durch diese Tür. Ja? Kann ich so rotzfrech sein und da oben meinen Haken ranwerfen? Okay. Hier geht's hoch. Ist die Tür zu? Mit einem Holzbrett von außen, was ich nicht hoch... Naja, okay. Das kann ich natürlich nicht aufheben. Gut, Leute. Dann war es das für die Folge. Und beim nächsten Mal erklimmen wir dann die Wetterstation. Ich wollte gerade noch einen schönen Blick drauf werfen, aber viel zu sehen ist von hier nicht. Gut, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Oder auch einen Daumen nach unten, wenn es nicht gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.